Schlag auf Schlag, das nächste Video von DigiTurn, bevor es gleich aufs Podium geht, wo erst Michael Kopp, da hinten steht er gerade noch im Bild, einen Input geben wird. Danach gibt es eine Podiumsdiskussion, wo unter anderem Saskia Esken, Mitglied des Bundestages und da die Expertin für digitale Bildung dabei sein wird. Saskia, erstmal vielen Dank, dass du dir noch 2 Minuten Zeit für Periscope nimmst. Sehr gerne. Das Panel gleich hat den Titel Digitale Bildung und im besonderen MOOCs, Hype oder Mainstream? Du hast gleich eine Stunde Zeit, da oben zu diskutieren. Machst du die 2-Minuten-Variante für uns? Hype oder Mainstream? Ich glaube, dass wir vom gehypten Thema, denn in der Realität ist ja da gar kein Hype, dass wir vom gehypten Thema hin zum Mainstream kommen müssen, dass wir aber auch den MOOC weiterentwickeln müssen in Richtung Blended MOOCs, dass eben die Interaktion mit den lehrenden Personen auch wieder mehr in den Mittelpunkt rückt. Und hast du irgendwas, was du sagst, da kann man gut hingucken, besondere Projekte oder Vorbilder im Ausland, irgendwas, wo du sagst, da kann man sich daran orientieren? Ich glaube, was insgesamt in der Inverted Classroom-Bewegung an Schulen und Hochschulen gemacht wird, das ist, glaube ich, eine Entwicklung, wo man sehr genau hingucken muss, weil das, wie ich gerade gesagt habe, den richtigen Ansatz wählt. Input über das Video, aber dann die Interaktion und die Vertiefung und der Transfer und die Interaktion auch mit der Peer Group, das muss dann eben wieder an der Bildungseinrichtung stattfinden. Was kann die Politik beitragen? Die Politik kann beitragen, dass diese Formate überhaupt anerkannt werden. Das ist gerade noch ein bisschen schwierig. Dann wünsche ich dir jetzt gute Unterhaltung, gute Gespräche auf dem Podium. Du musst rein. Danke für das Gespräch. Sehr gerne.